Hallo und herzlich willkommen hier zum Fotografie-Grundlagen-Video. Bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz sagen, für wen diese Videos geeignet sind. Am ehesten natürlich für Anfänger und Einsteiger in die Fotografie. Diejenigen, die sich vielleicht jetzt gerade eine Spiegelreflexkamera gekauft haben und ja, verstehen möchten, was sie da einstellen können. Aber vielleicht auch für Leute, die diese Werte schon kennen, die sich schon ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, aber jetzt dieses Wissen einfach nochmal auffrischen möchten und festigen möchten. Ziel des Ganzen ist es auf jeden Fall, im manuellen Modus zu fotografieren, also wirklich zu wissen, in welcher Situation man welche Sachen einstellt, damit man das Bild so bekommt, wie man es auch möchte und nicht so, wie die Kamera das möchte. Gut, gehen wir noch kurz auf den Inhalt ein. Und zwar haben wir neben der Blende, Belichtungszeit und ISO-Wert auch noch einige weitere Punkte und ich finde, das gehört irgendwie alles zusammen und deshalb sollte man es auch alles zusammenhängend erklären. Also es geht vielleicht ein bisschen über die Grundlagen hinaus, aber wie gesagt, es hängt irgendwo alles zusammen. Gut, starten wir mit der Blende. Die Blende ist im Objektiv verbaut und unter anderem für die Helligkeit im Bild verantwortlich. Ich habe auch hier ein Video aufgenommen, in dem man schön sieht, wie die Blende funktioniert. Und zwar sieht man, wie sich die Blende schließt. Und natürlich fällt durch eine geschlossenere Blende, also durch dieses kleinere Loch, weniger Licht als bei einem größeren Loch. Also jetzt so zum Beispiel, die Blende ist komplett geöffnet. Ja, und das ist eine der Hauptfunktionen der Blende, also die Helligkeit im Bild. Wir schauen uns das mal in einer kleinen Übersicht an. Und zwar wird die Blende durch die Blendenwerte gesteuert. Die sieht man hier oben. Und dabei ist es so, je kleiner die Blendenzahl ist, desto größer ist die Blendenöffnung. Das ist am Anfang etwas verwirrend, aber nach dreimal Ausprobieren weiß man das eigentlich auch. Und ja, je größer die Öffnung, desto mehr Licht fällt durch das Objektiv in die Kamera auf den Sensor und desto heller ist das Bild auch. Und bei einer großen Blendenzahl ist die Blendenöffnung kleiner, also die Blende ist geschlossener und das Bild wird dementsprechend auch dunkler dann. Die Blende bzw. die Blendenöffnung wird, wie gesagt, durch die Blendenwerte bestimmt und diese stellt ihr an eurer Kamera ein. In meinem Video von gerade eben habe ich noch ein altes Objektiv benutzt und dort konnte man diese Blende eben noch von Hand einstellen. Schauen wir uns auch noch ein paar Beispielbilder an. Und zwar sieht man hier schön, bei einer geschlosseneren Blende ist das Bild dunkler, also zum Beispiel beim Blendenwert 16. Und wenn wir die Blende weiter öffnen, also Blende 8, es fällt mehr Licht durch das Objektiv, wird das Bild schon heller. Bei Blende 4 wieder weiter geöffnet, das Bild wird noch heller. Ja, und bei Blende 2 das gleiche Spiel, die Blende ist noch weiter geöffnet und das Bild wird eben noch heller. Die Blende hat noch eine weitere wichtige Funktion beim Fotografieren, aber dazu komme ich gleich. Ich möchte erst noch auf den Fokus eingehen. Ich möchte nur kurz erklären, um was es beim Fokus geht. Nicht, dass da jetzt einige nicht wissen, was das ist und dann dumm aus der Wäsche schauen, wenn ich da gleich vom Fokus rede. Der Fokus bestimmt die Stelle im Bild, die scharf dargestellt werden soll. Wir sehen das hier im Beispiel jetzt, wenn wir uns das einfach mal so seitlich hier anschauen. Und zwar haben wir den Fokus auf den Apfel gesetzt. Der Apfel soll also scharf dargestellt werden. Wir könnten aber auch genauso gut den Baum scharf darstellen, also den Fokuspunkt auf den Baum setzen. Der Fokuspunkt ist also von Bild zu Bild frei wählbar. Wir schauen uns dazu auch noch ein paar Beispielbilder an. Man sieht hier ganz deutlich, der Fokus liegt auf dem Apfel, also der Apfel ist scharf und die anderen Objekte im Hintergrund sind unscharf. Ich kann den Fokus aber jetzt zum Beispiel auch auf die Figur legen. Dann sieht man, die Figur ist scharf und alle anderen Objekte sind unscharf. Ja, und im nächsten Beispiel sieht man dann, der Fokus liegt auf der Kamera und die anderen Objekte sind unscharf. Und im letzten Beispiel sieht man, der Fokus liegt auf dem Radio, also das Radio ist scharf und die anderen Sachen sind unscharf.
Wenn es einen scharfen Bereich im Bild gibt, dann gibt es auch einen unscharfen Bereich, wie wir hier auch deutlich sehen. Und dazu kommen wir auch schon zum nächsten Thema, das ist nämlich die Schärfentiefe. Die Schärfentiefe bestimmt die Größe des scharfen Bereichs im Bild. Die Schärfentiefe wird ebenfalls durch die Blende gesteuert. Wenn wir uns das mal wieder anschauen, zum Beispiel bei einer Blende 22, also einer eher geschlosseneren Blende, haben wir eine große Schärfentiefe im Bild. Das heißt, unser Fokus liegt hier auf dem Apfel und vor dem Fokus und nach dem Fokus wirkt sich die Schärfentiefe gleichermaßen aus. Das sieht man hier im blauen Bereich. Der Apfel ist scharf und der Baum weiter im Hintergrund ist ebenfalls scharf. Wenn wir jetzt noch ein Objekt hier vorne hätten, stellen wir mal einen Kaktus dazu, dann sieht man auch, der Kaktus ist scharf. Denn wie gesagt, die Schärfentiefe ist immer vor und nach dem Fokus gleich groß. Schauen wir uns jetzt mal Blende 8 an. Wir öffnen also die Blende weiter. Es fällt mehr Licht durch, aber die Schärfentiefe wird geringer. Man sieht das hier wieder an dem blauen Bereich. Die Schärfentiefe nimmt ab. Das heißt, wir haben nur noch einen kleineren Bereich, der wirklich scharf ist. Und man sieht das hier am Baum auch schon, er ist schon leicht unscharf. Mit dem Objekt vorne ist das genau dasselbe. Der Kaktus ist ebenfalls leicht unscharf. Ja, und im nächsten Beispiel gehen wir einfach mal auf Blende 2. Die Blende ist also noch weiter geöffnet und die Schärfentiefe ist noch geringer. Man sieht das hier auch wieder, der Apfel wird schon leicht unscharf und der Baum im Hintergrund ist ebenfalls sehr unscharf. Beim Objekt vorne dran ist es auch wieder dasselbe und zwar ist er ebenfalls unscharf. Dazu habe ich auch wieder ein paar Beispielbilder und wie man hier sieht bei Blende 22, also einer geschlossenen Blende, sieht man, das komplette Bild wird scharf dargestellt. Zum Beispiel der Apfel hier vorne ist scharf, auch die Figur ist scharf, die Kamera ist scharf und auch weiter hinten das Radio ist scharf und sogar hier vorne der Tisch ist auch scharf. Und wenn wir die Blende jetzt weiter öffnen, also Blende 8, dann sieht man schon, dass das Radio leicht unscharf wird und auch die Kamera wird leicht unscharf und der Tisch hier vorne ist auch nicht mehr so scharf wie im vorherigen Bild. Und wenn wir die Blende jetzt noch weiter öffnen, Blende 2, also die Öffnung ist noch größer, dann sieht man es auch ganz deutlich, dass der Apfel noch scharf ist, aber die anderen Objekte schon sehr unscharf sind. Eine geringe Schärfentiefe wird bei Porträts gerne eingesetzt, um eben die Person vom Hintergrund zu trennen, also freizustellen, damit der Hintergrund nicht vom Motiv, also von der Person, ablenkt. Im nächsten Beispiel sieht man dann auch wieder, dass die Schärfentiefe sich vor und nach dem Fokus gleichermaßen auswirkt. Also der Fokus liegt auf der Kamera und die Objekte hier vorne sind unscharf und hinten ebenfalls. Ja, und damit kommen wir auch wieder zu unserer Übersicht. Wir wissen ja, eine kleine Blendenzahl bedeutet eine große Blendenöffnung, wie wir hier auch wieder sehen. Natürlich wird das Bild dann auch heller und die Schärfentiefe ist bei einer geöffneten Blende geringer. Das heißt, der Bereich, der im Bild wirklich scharf ist, ist geringer. Und bei einer großen Blendenzahl, also einer kleineren Blendenöffnung, haben wir eine höhere Schärfentiefe. Das sieht man hier im Bild auch deutlich. Man erkennt auch noch im Hintergrund das Radio sehr deutlich. Das ganze Bild wird eben scharf dargestellt. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, dann sieht man schon extrem den Unterschied. Also merken wir uns schon mal, die Blende ist für die Helligkeit im Bild verantwortlich und für die Schärfentiefe im Bild verantwortlich. Die Schärfentiefe hängt auch noch von einem anderen Faktor ab, und zwar ist das der Abstand der Kamera zum Motiv. Das heißt, je weiter ich vom fokussierten Motiv entfernt bin, desto größer ist meine Schärfentiefe. Das sieht man hier auch wieder an dem blauen Bereich ganz deutlich. Ich bin hier etwas weiter vom fokussierten Objekt entfernt und der Baum im Hintergrund wird ebenfalls noch scharf dargestellt. Wenn wir jetzt mit der Kamera näher an unser Motiv gehen, dann sieht man,
wird die Schärfentiefe geringer und ja, natürlich werden dann auch entsprechende Sachen im Hintergrund eher unscharf. Ich habe da auch noch zwei Beispielbilder dazu, da sieht man das auch sehr deutlich. Und zwar bin ich im ersten Bild hier links weiter vom Motiv entfernt. Man sieht also noch den Hintergrund, zum Beispiel die Autos und die Dächer, die Häuser und alles weitere im Hintergrund. Und im rechten Bild habe ich mich einfach näher ans Motiv ranbewegt und bei gleichen Kameraeinstellungen sieht man, dass der Hintergrund deutlich unschärfer ist. Also wir können uns merken, die Schärfentiefe ist auch vom Abstand der Kamera zum Motiv abhängig. Und als wäre das nicht genug, gibt es auch noch einen weiteren Faktor, und zwar ist das der Abstand des Motivs zum Hintergrund. Wir sehen hier im ersten Beispiel ist unser fokussiertes Objekt weiter vom Hintergrund entfernt. Das heißt, der Hintergrund wird auch unschärfer. Im unteren Beispiel bei gleichen Einstellungen, ebenfalls Blende 8, ist unser fokussiertes Objekt näher an den Hintergrund herangerückt und dadurch wird natürlich der Hintergrund auch mit scharf abgebildet. Das ist eigentlich auch ganz logisch. Wenn wir uns wieder die Schärfentiefe anschauen, dann sieht man hier oben deutlich, die Schärfentiefe erstreckt sich über diesen Bereich. Der Hintergrund ist weiter entfernt, er liegt also nicht mehr im Schärfetiefenbereich und von daher wird er auch unscharf dargestellt. Im unteren Beispiel ist unser fokussiertes Objekt ja näher an den Hintergrund herangerückt und ja, der Hintergrund liegt somit noch im Schärfetiefenbereich und wird dementsprechend natürlich auch scharf dargestellt. Ich habe dazu auch noch zwei Beispielbilder. Da sieht man das auch wieder ganz deutlich. Hier im ersten Bild ist das Motiv nah am Hintergrund dran, also an dieser Mauer. Und man sieht auch die Struktur in der Mauer und sie wird doch recht scharf dargestellt. Und im zweiten Bild, bei gleichen Kameraeinstellungen, Blende 2.2, habe ich das Motiv weiter vom Hintergrund entfernt. Und man sieht deutlich, wie der Hintergrund unscharf wird. Also nochmal zusammenfassend, die Blende ist für die Helligkeit im Bild verantwortlich und für die Schärfentiefe. Je kleiner die Blendenöffnung, desto dunkler das Bild und desto größer die Schärfentiefe. Und je weiter die Blende geöffnet ist, desto heller wird das Bild und desto geringer ist auch die Schärfentiefe. Das war es jetzt erstmal für den ersten Teil der Fotografie Grundlagen. Wenn ihr etwas nicht verstanden habt, schaut euch das Video nochmal an, spult zurück, spult wieder vor. Nutzt diese Möglichkeiten, denn dazu sind diese Videos ja auch da. Im nächsten Video schauen wir uns unter anderem die Brennweite an, aber zuerst sage ich jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Feedback, eure Verbesserungsvorschläge in die Videokommentare schreibt. Bis dann!